Nani? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Wir steigen direkt ins Bötchen und fahren auf die Hauptinsel. Denn dort haben wir ein Sendelsiegel, welches gebrochen werden möchte. Dann war in der Wüste noch ein Sendelsiegel. Ja genau, in der Wüste war noch eins. Das heißt, wir gehen ja nicht nur zum Blumenwachsen, lassen dahin. Und dann war bestimmt noch irgendwo anders auch ein Sendelsiegel. Unter der einen oder anderen Funfrock-Statue, weil sich dieses Siegel ja nicht vernichten lassen. Werden sie halt einfach zugestellt. Ne? Und dann kann es eigentlich auch gar nicht mehr so lange dauern, bis es dann tatsächlich hier mal zu einem Finale kommt. Denn wir haben die, wir haben den Widerstand auf unserer Seite. Wir haben bereits uns zu einem Fort durchgekämpft, wo wir jetzt allerdings natürlich noch mit unserer jetzt hoffentlich ausreichend hohen Magiestufe gegen die roten, da will ich gar nicht hin, gegen die roten Klone zur Wehr setzen können. Und ja. Aber jetzt nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal Siegel brechen. Zwei Runensteine haben wir zu Ende des letzten Videos uns noch vorgeknöpft. Einen dritten Runenstein gibt es noch. Zum Militärkampf. Und ja. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Und auch wenn das jetzt alles so klang, als könnte man das innerhalb von 10 Minuten hier alles mal schnell erledigen. Nein. Nein. Ich merke dabei oft selbst, wie ich da manche Spiele unterschätze, denn auch dieses kleine, feine, niedliche Spiel hier hat ruckzuck mal 20 Minuten meines Lebens geschluckt, ne? Ich glaube, ich muss sogar hier lang. Also ich hätte wahrscheinlich... Ne? Nicht mal wirklich. Ich hätte auch andersrum gehen können, aber egal. Viele Wege führen nach Rom. Ich glaube, das hier ist das Beamzentrum. Aber ich weiß es nicht genau. Egal, wir gehen hier hin. Frage ist, was ist jetzt geiler? Erstmal die Leute hier weg. Oh, wow. Ich will dieses Kleeblatt haben. Meine Güte. Jetzt ist es weg, oder? Jetzt gibt's einmal seit Ewigkeiten hier wieder... Das gibt's doch nicht. Der schießt sogar durch die Mauer auf mich, oder was? Jetzt gibt's hier einmal seit Ewigkeiten wieder... ein Kleeblatt in diesem Spiel. Und es wird mir verwehrt. Na gut. Wenigstens eins. So, den anderen muss jetzt auch noch loswerden. Würde mich ja nicht wundern, wenn der auch noch eins in sich trüge. Ja, dieser Kollege. Ist natürlich klar, dass ich dich jetzt wieder nicht... Boah, ein Spiel. Ich möchte endlich mal ein Spiel, in dem man zielen kann. Das wäre super. Ah, der braucht sogar noch mehr. Der braucht sogar 4 Treffer. Alles klar. Und jetzt habe ich. Jetzt ist das Kleeblatt, das ich vorher bekommen habe, schon wieder weg. Ach, Leute. Naja, gut. Aber ist halt so. Was willst du machen? So. Sendelsiegel. Komisches Wort, Sendelsiegel, ne? Also an sich. Tröte. Oh. Magie. Kannst du nicht 20 Dings ausspucken? Na gut, ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht ganz schlecht. Ist ja gut, ich habe genug davon. Wenn ich jetzt wieder hier zurückgehe... Dann sind die Kameraden doch auch wieder da, oder? Ich probiere das mal aus. Nur so aus Spaß. Weil ich Zeit habe.
weil ich auf Spaß stehe. Na? Na, wäre ja auch zu schön gewesen und zu einfach, ne? Aber ich möchte es trotzdem mal probiert haben. Okay. Warum komme ich jetzt an dieses Kleeblatt nicht ran? Ist jetzt wirklich so dumm gelandet, das Ding, dass ich da nicht dran gekommen bin. Okay, Magic ist wieder voll. Das heißt, wir können uns jetzt vielleicht sogar den dritten Kollegen da noch vorknöpfen. Vielleicht. Und dann hätten wir die Kleeblätter wieder voll. Meine lieben Freunde, ich habe alle Kleeblattbehälter mit Kleeblättern voll. So, das nur mal so am Rande erwähnt. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist noch ein Sendelsiel? In der Wüste von Kleeblatt. Wüste Dings. Ja, auch das werden wir uns geben. Gab es noch irgendwo anders Sendelsiegel, was mir jetzt gerade so direkt nicht einfällt? Moment, aber hier war nochmal... Ja genau, danach wollte ich jetzt mal gucken. Dabei bin ich ja jetzt vorher leider aufgeflogen. Da oben ist die Funfrock-Statue. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Stelle war. Aber es könnte sein, dass da ein Sendelsiegel drunter ist. Wir werden das jetzt mal checken. Nani? Boah. Lass mich da rein. Bin sehr gespannt. Na toll. Ja, 20 Millionen Sachen, die ich schon habe. Ja gut, Kohle ist gut. Auch wenn es nur 5 sind. Und hier, Herzen. Ja, nur 2. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Dafür... Okay. Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Ist alles gut. La, 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 la. Okay. Das hat sich gelohnt. Also. Dann, meine lieben Freunde. Müssen wir nochmal gucken. Nicht, dass wir hier jetzt gleich wieder dem Klon auf den Leim gehen. Ja, genau. Der ist da hinten. Das heißt, wir gehen auch da hinten, dann wieder durchs Militärlager. Dann zum Hafen von Beluga. Vom Hafen von Beluga aus dann wieder zurück in die Wüste. Das gibt's doch nicht, Leute. Die paar Meter hätten sie mich jetzt noch rennen lassen können. Wieso kommt der da plötzlich raus? Jetzt mach ich mal Pause hier. Was? Alles gut. Option? Nee. Lass mal Hauptmenü. Na, weiß nicht. Ich beende mal, ja. Spiel. Hauptinsel Lupinburg. Geil. Also. Jetzt sollte nur möglichst mir der Kamerad hier nicht entgegenkommen. Ah doch, da oben ist er, aber das ist nicht so schlimm. Der merkt uns nicht. So. Jetzt haben wir uns ja doch einiges hier an Stress erspart. Hier rennen wir jetzt direkt durch. Was habt ihr? Das wäre jetzt auch noch interessant, ob hier ein Sendelsiegel drunter ist. Wir werden das gleich wissen.
Aber ich glaube nicht, das hätte ich gesehen. Da ging jetzt nichts, ne? Macht er nicht. Gut so. Ist in Ordnung. Dann fahren wir jetzt zum Hafen von Beluga. Wo willst du hin? Zum Hafen von Beluga. Dann, wie gesagt, nochmal in die Wüste des leeren Blattes. Da gilt es, ein Sendelsiegel zu brechen und Blumen wachsen zu lassen. Ach, also ja, dann haben wir in dem Video tatsächlich einiges geschafft, bin ich der Meinung, ne? Also dafür, dass meine anderen ja nur im Kreis gerannt sind. Fast ausschließlich. So. Wo willst du hin? Zur Wüste des leeren Blattes. Ja. Oh je, da ist aber auch wieder, glaube ich, auch wieder Militärpräsenz jetzt, glaube ich, ne? Die sind ja alle wieder da, die respawnen ja alle, wenn man einmal die Zone verlässt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, unter Umständen müsste ich sogar den einen Kerl mit dem Schlüssel wieder fertig machen, damit ich da wieder reinkomme. Aber das war ja jetzt nicht das Problem. Da gibt es schwerere Sachen hier in dem Spiel. Wenn ich mir gerade so überlege, wie oft ich eigentlich mehr hätte sparen können, aus dem Knast auszubrechen, wenn ich einfach nur ins Hauptmenü gegangen wäre und den letzten Speicherpunkt geladen hätte. Aber naja. Oh, Leute, wir haben ja noch was. Leute, passt mal auf. Jawohl. Ist es nicht unglaublich? Das ist... Naja. Ja, naja. Wir haben ja genug Kleeblätter. Und wir können jederzeit auf die Hauptinsel gehen, da diese Robokugeln fertig machen und dann haben wir wieder Kleeblätter. Eine unerschöpfliche Kleeblattquelle. Ja. Hallo! So, was machen wir zuerst? Blumen wachsen lassen oder Sendelsiegel? Ich probiere das mit den Blumen. In der Wüste. Das macht er hier nicht. So wie Blumen in der Wüste wachsen lassen. Macht er hier noch nicht. Dann machen wir zuerst mal das Siegel. Ne? Vielleicht ist damit auch gar nicht diese Wüste gemeint. Au, du Dingel, Bummel, Hummel, Schnummel, was ist denn hier? Was? Ja, okay. Ich weiß ja nicht. Guten Tag. Danke dafür, dass du die Höhle geöffnet hast. Ich bin Joe, der Kobold. Man hat mich hier eingesperrt, weil ich nicht im Szenario vorgesehen war. Das hätte Bugs zur Folge haben können. Bugs zur Folge? Es gab auch so, glaube ich, den ein oder anderen Bug. Dank dieser Karte bist du das vierte Mitglied des Clubs der Kobolde. Im Grunde genommen ist das allein deine Sache. Okay. Das ist ja, ja cool. Ich erinnere mich, das habe ich damals auch tatsächlich freigespielt. So. Also, auch wieder hier. Vielleicht geht das jetzt mit den Blumen. Das will er noch nicht. Vielleicht muss ich erst mit dem Typen hier reden. Ich will nicht wieder in diesen Tempel. Ich gebe dir meine Gitarre gegen deine Flöte, Twinsen. Zuvor musst du darauf am Ufer des Sees klares Wasser spielen, um das vierte magische Symbol zu bekommen. Ah ja, okay. Und dann gebe ich ihm die Flöte, glaube ich, und dann lässt er hier Blumen wachsen.
So oder so ähnlich ist das. Ja. Gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder von dieser Insel runterkommen. So. Brauchen wir wieder unser Jetpack. Denn wir brauchen uns ja jetzt nicht mehr an Land zu bewegen. Die Frage ist, ob wir nicht zu Fuß trotzdem irgendwie schneller drüben werden. Aber ich denke nicht. So. Jetzt sind wir hier. Soweit, so gut. Wo willst du hin? Wo will ich hin? Ist hier noch irgendwo ein Sendelsiegel? Ist irgendwo noch ein Sendelsiegel gewesen? War denn eins in der Höhle? Ich gehe mal auf die Zitadelleninsel. Auf die Zitadelleninsel. Und sobald wieder angekommen sind, beende ich dieses Video mal. Und werde dann im nächsten Video mir anschauen, ob es da ein Sendelsiegel gibt. Beziehungsweise ich kann es mir auch zwischen zwei Videos anschauen. Dann müsst ihr mir nicht wieder an Orte hinterherrennen, wo ihr auch schon zigmal gewesen seid. So wie ihr es im Laufe dieses Let's Plays wahrscheinlich aber auch schon 70.000 Mal getan habt. Ohne das wirklich zu wollen. Sei es drum. Wir werden jetzt hier verweilen. Und je nachdem, wie ich mich jetzt im Nachhinein noch entscheide, werden wir genau hier im nächsten Video wieder anfangen. Oder aber ich werde hier schon nach dem Sendelsiegel gesucht haben und wir werden uns vielleicht wieder von dieser Insel wegbewegen. Schauen wir uns dann im nächsten Video an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder aber auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und über einen Kommentar freue ich mich auch ganz sehr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.